Hallo und herzlich willkommen, genau, zurück zu Let's Play Star Trek Online Klingonenseite mit genau der Wink da. Der Typ. Wie heißt er denn, der Typ da, der irre Typ mit dem irren Blick? Der Michelin-Männchen. Kapla! Nur Kapla! Kapla! Wer bist du? Was bist du? Ich bin der, ich hab's vergessen. Ich weiß nicht, Timeras. Irgendwie so. Ja, Timeras Double. Weil der echte Timeras war uns so teuer, haben wir uns ein Double geholt. Ich weiß nicht, es sind irgendwie zwei komische Leute hier im Chat, die beide behaupten, sie wären Timeras. Ich glaube den Leuten nur noch nicht. In welchem Chat? Ja, der du da hier und der andere da. Ja, zieh mal den Raumanzug wieder an. So. Also ich glaube, die wollen mich verarschen. Vor allem im Chat? Wieso im Chat? Ich schreibe doch gar hier nichts. Hier im, weißt schon, im Dingens. Im Chat. Nicht im Chat, hier im Teamspeak. Ach so. Wie? Ah, im Vocal-Chat. Ja, sag ich doch. Im Vokal. Vokal? Ich kaufe ein Vokal. Chat. Ich dreh. So, ich kauf mir ein A. Aber wenn wir schon mal drei Leute sind, wir könnten eigentlich eine Runde Skat spielen. Tschüss, ich bin weg. Wie, könnt ihr kein Skat? Ja, nicht hier. Poker! Genau, Skat. Hier spielt man, wenn dann Poker. Skat. Wir wollen ein deutsches Spiel spielen. Skat. Poker ist nur eine Modeerscheinung. So, Video. Das war ein Luftschacht, wa? Ey, da redet nur eine Runde. Alter Schwede. Also da hätte sich Marilyn Monroe mal draufstellen sollen. Ja, normalerweise in die Luftschächte kannst du durchgehen. Da kannst du mit dem Raumschiff durchfliegen. Wie ich es vermutet habe, Karukan hat uns die Kommandozentrale ein Sicherheitsfeld errichtet. Es gibt keinen richtigen Weg von... keinen richtigen Weg von außen ins Inneres. Sie werden in die Promenade schlüpfen müssen und sich von Inneren zur Kommandozentrale vorarbeiten. Komisch. Das war, glaube ich, jetzt der falsche Timeras. Das ist mir egal. Sehr, sehr, sehr geil. Das hat mich irgendwie jetzt an Madagaskar erinnert. Ja, an Julien. Ja. So. Nicht erfasst und der Grund nicht an die Füße. Aber sehr geil sind auch die Pinguine, ey. Ja, das ist eigentlich das Beste. Die sind sogar als Trickfilmserie. Die kriegen jetzt einen eigenen Film. Ja, ich weiß schon. Habe ich gesehen in der Vorschau. Als ich mir da letzt Guardians of the Galaxy angeschaut habe. Oh, den Film. Und warst du drin? Ja, und das Geilste ist immer noch, ich bin Groot. Ja, wie ist der Film? Saugeil, extrem lustig. Also, die Story ist jetzt zwar eher, nennen wir es mal, mittelflach, aber extrem lustig. Also, hier, also jetzt nichts Außergewöhnliches, will ich damit sagen. Ja gut, ich sag mal, Folgen ohne Story, die werden mittlerweile zum Standard. Nee, also Story hast du schon, aber wie gesagt, das ist nichts hier vollkommen Außergewöhnliches, Neuartiges, nie da gewesen. Das ist halt, so, den Typen haben wir das letzte Mal nicht gelesen, dann lesen wir den jetzt auch nicht. Welchen Typ? Der Coolant war als Fenster da. Hallo, wieso haut ihr mich hier alle? Ja, Houghton Donn! Wieso mich? Fix, was geht denn hier ab? Ach, schießt sie. Das sind so viele Leute. Ja, denk mal, wir sind jetzt drei Leute, dann hast du auch gleichzeitig mehr Gegner. Ich hab's gerade gemerkt. Ketra Zellweite! Juhu, kann ich noch Dinger klonen, paar Dribbles klonen. Ui. Ketra, gibt's eigentlich ein Jem'Hadar-Dribble? Ja. Echt? Gamma-Quadranten-Dribble gibt es. Achso. Ja, aber kein Jem'Hadar-Dribble so eine Richtung. Naja, aber das ist der offizielle, der aus Tetrazell gewonnen wird. Echt? Jo. Der wird aus der frisch gepressten Tetrazell. Genau. Nee, aus frisch gepressten Dribbel über Tetrazell weit. Alter, was hast du hier für eine Drohne? Ja, das sind die Kampfdrohnen, da hier so Sägedrohnen. So. Die kann ich nicht anschießen. Bei der nächsten Kreuzung wieder nach links. Komm, fall den Ausschnitt. Oh, fall in den Ausschnitt. Oh ja. Das ist immer gut, ne? Hm? Ich hab doch eigentlich hier noch, ich bin doch Tag-Teacher. Ich hab doch hier eigentlich Sicherheitseskorte 3. Was? Du bist der Tag-Teacher? Ein Dog-Teacher. Dog-Teacher. Besser wie eine Nachtkatze. Nachtkatze? Nachtkatze? Eine Nachtkatze. Ein Dog-Teacher ist besser wie eine Nachtkatze. Du meinst ein Taschentücher? Bumm. Taschentücher? Ja. Ein kleines sächsisches Raubtier. Ein Taschentücher.
Ein Taschentiger. Oh Mann. Hey, komm, der war gut. Taschentiger. Du als Nicht-Sachse, sag nochmal was. Ich? Nee, der andere. Der andere, der Unbekannte. Der war. Andere. Oh, guck mal. Ich geh beten. Darauf, dass die Folge bald zu Ende ist. Das glaube ich nicht. Fürs Team. Naja, schon recht. I cannot sing, I cannot dance, but please respect me. Respect me. Pray! Boah, kennst du noch RTL Samstagnacht? Oh, das ist ja uralt, ja. Ja, ja, aber da war doch auch mal DJ Bobo zu Gast. Und da haben so diese eine Sendung irgendwie verarscht und der DJ Bobo ist, sag mal, wir wollen jetzt mal unser dein neues Lied reinhören. Das ist so spektakulär. Und da haben sie einfach Pray! Einfach diesen kurzes Wort, ne, als Lied reingehört. Und da hast du gesehen, wie der DJ Bobo sich einfach nicht, der musste sich so dermaßen zurückhalten zu lachen. Und da haben sie gesagt, ein unglaublich komplizierter Text in allen drum und dran. Und jetzt hören wir uns mal die zweite Strophe an. Pray! Oh, ich, das ist so ein Ding, ey, das habe ich nur bis heute im Kopf, ey. So, Play. Fire in the hole! Marco. Ja? Holo. Teil? Teil? Beim Einen kommt nur. Ja. Na, ich, darauf reagiere ich hauptsächlich nur beim Temera-Stream. Echt? Ja. Aber ich bin. Aber meine Frage, hat eigentlich jemand seinen Anzug wieder ausgezogen? Ach, stimmt. Jo, ich. Ich noch nicht. Wo ist eigentlich mein Anzug? Da ist mein Anzug. Ich hol mal die, such mal durch hier, durchsuch mal die Kisten hier. Ja, ja, fürs Team. Oh, ich hab Granaten gefunden. Granaten? Und ich hab Granaten dabei. Granaten. So, wir müssen irgendwie nach oben, glaube ich. Ja. Ja, wir sind schon an drei Flaschen vorbei. Der ist kaputt. Naja, aber wir müssen erstmal unten aufräumen, jetzt gehen wir nach oben. Oh, krieg ich. Der ist kaputt, der Turbolift. Komm mal zurück. Ja, wir warten einfach mal, bis das Ding. Wieso kann ich meine Sicherheitseskorte nicht holen, sag mal? Weil du auf der falschen Etage bist. Boah. Was hat das damit zu tun? Nee, bei mir ist der Button die ganze Zeit ausgegraut. Gab's da nochmal ein Kriterium, wann man den nehmen kann? Keine Ahnung, wenn du im Transporterreichweite deines Schiffes bist. Ich hänge irgendwie in der Wand fest. Na, geh nochmal runter. Ah! Ich bin gerade ins Weltall gefallen. Ja, da kommst du gleich wieder. Hui! Rausgesaugt! Oh, und alle Jammer fliegen in die Luft! Und Timeras auch. Oder bist du wieder da? Nee, ich häng immer noch draußen auf DS9 rum. Achso. Wir sind drin, ne? Also guck mal. Ja, aber rein. Ich bin raus durch den Boden durchgefallen. Achso. Ich schweb gerade im All. Nein, du fällst noch. Du bist bei 1,5 Kilometer. 1,6. 1,8. 1,9. 2 Kilometer. Oh Gott, wie weit geht das noch? Also mir ist das mal beim neuen ESD passiert. Da bin ich, glaube ich, um die 30 Kilometer weit gefallen. Ja, ja. Da hat man aber wenigstens gesehen, dass die anderen Schiffe im Kreisformation immer um die ESD rumfliegen. Also ESD kann ich schon nicht mehr sehen, aber ich sehe das Wurmloch noch. Ja, du bist doch nicht auf ESD. Wenn du von hier aus ESD siehst, also, dann bist du weit gefallen, ja. Aber jetzt kann ich schon das Wurmloch nicht mehr sehen. So, müssen wir jetzt wieder runter? Ne, jetzt müssen wir zu Ops. Zum Obst. Oh, jetzt bist du irgendwie wieder bei uns in der Gegend, oder? Oh, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang der Karte, ja. Gut, wir warten jetzt auf dir. Jetzt kommt gleich wieder von oben gefallen. Eigentlich müssen wir dich dann von. Ja, das ist ja, ne? Ich bin einmal im Kreis gefallen. Ja, genau. So ist er. Da drüben da, hier ist der. Von da kommt er irgendwo jetzt rein. Da unten kommt. Da unten ist er. Jetzt muss er einmal rumrennen. Na, noch nicht immer. Du musst eigentlich den ersten Turbolift müsste schon gehen. Gucken, ob der hier geht. Nein, der geht nicht. Ja, er geht noch. Er lebt noch. Tja, der Timeras lebt noch. Tja. Das, obwohl er mit uns ja aufnimmt. Oh nein, ich bin runtergefallen. Lebt denn der alte Timeras noch? Einmal mit Profis arbeiten. Oh Mann. So. Ja, lebt denn der also, alte Timeras noch? Kommen. So, ach, hi Timeras. Hallo. Ach, das ist geil. Ich habe jetzt gesehen, wie du... Ja, Video. Ich hab jetzt gesehen, wie du aus zweites Stockwerk bist und warst du nicht ganz weggebeamt, bist du plötzlich ganz nach oben gesprungen. Da, meine Granaten! Bäh. Pferdeäpfel. Huch. Ich hoffe jetzt. Achso. Kommen die jetzt alle mit? Ja. Können wir jetzt auch die Nase so weit laufen? Hey. Wo ist denn eigentlich? Wo ist auf die Nase hauen hier oder was? Wo ist denn der. Ach, hier ist der Ball. Karukan! Bam! Bum, bam, bim, bam, bum, bim, bim, bam, bum, bum. So, ich kann keinen. Oh, hier keine Sicherheitskarte holen. Guck mal, Cisco's Baseball! Ja? Nimm mit!
Sir, wir sind mit dem Rest der Flotte angekommen, aber Karukan und seine Schiffe haben sich auf den Weg gemacht, uns anzugreifen. Wir sind bereit, sie hochzubeamen, sagen Sie es einfach, und wir werden die feindlichen Linien durchbrechen und sie von Bord bringen. Beami hoch. Ja, machen wir. Klingonski. Zitieren. Beami ab, Sisko. Ich hätte jetzt gerne den Ball mitgenommen. Ja. Aber, den kann man bestimmt gut bei eBay verkaufen. Aber Sisko ist gar nicht mehr aktuell auf der Sisko nicht, aber der Ball. Also das, dieses Ding da hier ohne Siskos Ball, dieses Büro, ist nicht das Büro. Sagst du. Weißt du, was das für ein Kampf ist, Don? Nee. Das ist der Kampf, wo ich nach ungefähr 10 Folgen endlich meinen Dreadnought-Kreuzer testen konnte. Ah, stimmt. Warum denn das? Oh, Nase juckt. So. Garumba? Ja, die juckt auch. Garumba Zumba! Jem'Hadar, schlechter Schiff, Schlachtschiff. Ja, hier fliegen Metzger rum, hier fliegen Schlachtschiffe rum. Metzgerschiffe? Metzgerschiffe. Bam. Bam. Bam, 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 bam. Die meisten Schaden, die ich übrigens kriege, ist durch die explodierenden Schiffe. Jo. Bam, badam, bam. Bam, badam, bam, bam. Oh, Gegenstände nehmen. Gegenstände nehmen. Gegenstände nehmen. Was sind sie denn? Bitte nehmen Sie diesen Gegenstand. Als Zeichen meiner Wertschätzung. Aber drücken Sie nicht den roten Knopf. Er könnte explodieren. Oh, was haben wir hier alles? Bedarf, Bedarf. La la la. Ich hänge schon wieder an so einem Schlachter. So eine Zeitreise in den... Oh, jetzt kommt was. Ein anderes Schiff greift in die Schlacht ein. Die Enterprise ist da. Die Columbia. Gibt's eigentlich auch die Brücke? Ja. Guck mal, zur Belohnung dafür, dass er die Defiant verloren hat, kriegt er einfach gleich die Enterprise. Meine Odyssey hat doch so eine. Weiß ich nicht. Wieso, das war doch Captain Shun, der hat doch immer schon die Enterprise gehabt, oder? Eben, das war nicht Kurland. Ach stimmt, nee, stimmt, Kurland hat ja die. Der Kurland ist ja ein Mensch gewesen, Shun war ein Andorianer. Andorianer sind die geilsten. Ja. Die Frauen. Die sind allgemein in TOS, DS9 und TNG viel zu kurz gekommen. Und deswegen habe ich mich tierisch gefreut, dass die in Enterprise wirklich mal richtig rangenommen wurden. Shran war einfach unglaublich gut. Ja. Mhm. Und Talas erst, also seine Freundin. Aber allgemein hat der Shran-Schauspieler allgemein die seine Charaktere immer gut gemacht. Welche haben da noch gespielt? Der hat einen Ferengi gespielt. Runt. Liquidator Brunt, und er hat den Worta gespielt, den der Jung. Von, genau, und er hat, wie gesagt, in Enterprise noch den einen Ferengi gespielt. Mhm. Der hat noch viel mehr also gespielt. Also Jeffrey Coombs ist quasi, glaube ich, der meist eingesetzte Schauspieler in Star Trek. Ach, der ist dies. Die Dingens, die, wo bei Enterprise die Orionerin gespielt hat, die ist aber auch sehr oft gewesen. Die Orionerin? Ja, die. Mir fällt der Name von ihr gerade nicht ein, aber da gibt es ja diese eine Folge mit diesen drei Orionerinnen, wo den Archer hier. Und diese Hauptnudel, die ist auch sehr oft in Star Trek. Die ist auch sehr oft in Star Trek aufgetaucht. Die hat zum Beispiel. Wo sie rausfinden, dass eigentlich die Frauen das Sagen haben, nicht die Männer. Ach, zum Beispiel hat die auch eine Zeit lang die Tochter von Gul Dukat gespielt. Okay, ich habe eine Auszeichnung bekommen. Alpha Quadrant Retter. Also was Ähnliches habe ich gleich auch bekommen. Und dann gab es ja noch die Voyager-Folge, wo sie dann mit den Delphi das Rennen geflogen sind. Jo. Und da war das auch die Tussi von dem anderen Schiff. Von dem anderen Schiff. Ah, also das klingt irgendwie wie Personalrecycling. Ja. Ups. Das war eine heftige Schlacht. Obwohl ich über den Schaden für unsere Flotte bestürzt bin, haben wir Karukas Macht gebrochen und der Rest der Jem'Hadar sollte jetzt folgen. Ich werde mich zu Deep Space Nine herunterbeamen und mir das alte Schlachtross ansehen. Kommen Sie mit mir. Ganz ruhig mit den alten Pferden. Ruhig, Brauner. Das alte Schlachtross. Ruhig, Brauner. Ich konnte nicht anders. Oh, das hat ich schon lange nicht mehr gehabt. Disconnected from Server. Wir warten hier auf dich. Hi, Timeras.
Hallo. Oh, guck mal hier. Guck mal, was für ein kleiner Gorn neben mir. Oh, Asskick. Kann man eigentlich so einen großen Gorn spielen? Ja. Sind die eigentlich genauso wie Tankschiff? Also sind das eigentlich so Tanks am Boden? So richtig schwerfällig und so. Nö, ne? So. Ich muss sagen, hatte ich jetzt die ganzen letzten Tage nicht gehabt. Erst jetzt, wo ich mit euch zusammenspiele. Ja, das ist, ich sollte vielleicht doch mal das Tool deaktivieren, wo es immer draufsteht, Don Disconnect Tool. Ja, weil du ein Tool bedienen kannst. Ja, natürlich. Ich brauche aber ein Tool, um ein Tool zu starten. So. Ja. Was müssen wir machen? Disconnect. Disconnect. Das ist echt ein geiler Name, Disconnect. Danke. Hallo, ich spiel gleich nicht mehr mit. So, wir müssen jetzt ein bisschen Leute rufen. Fangen wir mal mit den Dominion an. Ich kann ihr Signal klar orten, General. Die Dominion-Verstärker auf dieser Seite des Wurmloches funktioniert normal. Der Gründerin geht es gut und sie kann bald in die große Verbindung zurückkehren. Sie entbietet ihre Dankbarkeit für ihre Unterstützung. Wahrscheinlich hat sie gesagt, lass mich weg hier, der stinkt. Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bereithält, aber wenigstens habe ich jetzt eine. Es ist beunruhigend, Jahrzehnte zu verlieren, aber die Gründer sind weise. Ich bin sicher, sie werden einen neuen Ort für mich finden. Ja. Im Tütü und putzt das Klo. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, also sage ich es einfach. Danke. Danke. Danke für diesen guten Morgen. Danke. Diese Ereignisse kamen vollkommen unerwartet, aber wir haben überlebt. Und nicht nur, dass wir jetzt... Nicht nur, dass wir sind jetzt... Was? Also, ach, nicht nur das. Wir sind jetzt auch wieder zu Hause. All das haben wir ihren Anstrengungen zu verdanken. Wo bemerkt, ihren Anstrengungen, sprich meine, ne? Ihr habt ja nichts gemacht. Ich werde es nicht vergessen, wenn wir uns wiedersehen. Ach, die redet ja immer noch. Ach, und Aaron, lässt grüßen. Eigentlich schmollt er immer noch. Aber ich finde es lustiger, ihm zu sagen, dass ich mich in seinem Namen herzlich bedankt und bei allen eingeschleimt habe. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. So, wer macht die Enterprise? Ich ruf mal. Mir wurde eine großartige Gelegenheit angeboten. Das Kommando über die Enterprise ist eine Ehre. Eine, von der ich nie gedacht hätte, dass sie mir zuteil werden würde. Trotzdem war die Belfast ein gutes Schiff und wird sehr vermisst werden. Ich werde ihre Rolle bei der Rettung ihrer Crew nicht vergessen. Viele von ihnen werden mich auf die Enterprise begleiten. Ich stehe für immer in ihrer Schuld. Fortsetzen. Mir liegt nicht viel an Abschieden. Und die Enterprise wird wahrscheinlich an der entfernten Grenze des Föderationsraums eingesetzt sein. Niemand weiß, wann wir uns wiedersehen werden. Eines Tages aber ganz bestimmt. Weiter. So, und jetzt mit James Coolant auf Divas DS9 sprechen. Coolant? Coolant. Der Coolant. Mr. Freeze. The Coolant, da wissen wir ja. Das macht der Timaeus jetzt. Okay. Im Moment habe ich nichts für Sie. Ja, das war's schon. verdammt. Okay. Endlich sind wir wieder auf DS9. Nur dank Ihnen, General. Ich fühle mich geehrt, dass Sie sich entschieden haben, uns zu helfen. Sie haben mutig und vorausschauend gehandelt und respektiere Ihre Taten, die Traditionen der größten Krieger Ihres Reiches fortgeführt haben. Der Kreis hat sich nun geschlossen. Wir können alle nach Hause zurückkehren, aber ich hoffe, dies signalisiert den Beginn erweiterter Kooperationen zwischen der Föderation und dem Reich. Nein, du klingst ein bisschen wie einer von Traumschiff Surprise. Wir waren einmal verbündet. Es könnte wieder dazu kommen. Bis dahin weiß ich, dass in der Zukunft mehr Ruhm und Kampf wartet. Trotzdem sind Sie und Ihre Crew immer auf DS9 willkommen. Ich werde Hadron bitten, für Sie ein Fass Blutwein in Crocs bereitzuhalten. Nach allem, was wir durchgemacht haben, würde ich die Propheten bitte auf Sie zu geben. Achte, vergessen, wie der Satz hieß. Aber es gibt einen Spruch für die Aufmerksamkeit Ihrer Hörer. Kappler! Kappler, du, Soran, das sieht ein bisschen aus, als wenn du einen Köln da mit deinen Brüsten K.O. schlagen willst und deinen Kopf abbeißen. Natürlich. Links, rechts. Bam, bam, klatsch, 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 klatsch. So, dann Mission können wir abgeben.
Ja, die ja, Deep ja. Space Nine gehört nun wieder zur Föderation und Deep Space Nine gehört wieder nun wieder zur Föderation und Loris, Aron und andere Jem'Hadars sind in Richtung Dominion-Raum verschwunden. Das Dominion wird es sich in Zukunft genau überlegen, sich noch einmal auf militärische Abenteuer im Alpha-Quadranten einzulassen. Auch wenn es schade ist, dass sie gegen Karukan kämpfen mussten, habt ihr mutiger Vorstoß auf DS9 noch seine Kräfte erschöpft, und der Flotte die Zeit verschafft, die sie brauchte. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Mut und Ihrer Entscheidungskraft. Es war eine Ehre, mit Ihnen zu dienen, General. Vielleicht werden wir irgendwann wieder zusammenarbeiten. Archibe Indy. Was nehmen wir denn? Ich nehme Schild. Ja. Dann müsste auch gleich die nächste Mission aufbloppen. Die lesen wir noch vor und dann ist Folgeende. Nein! Richt? Ja? Ich baue jetzt erstmal das Schild ein. Oder so. Ich warte die ganze Zeit, dass sie die eine Mission aufploppt, weil immer genau, wenn ich reingehe, um mir die Mission selber zu holen, dann ploppt sie auf. So, Schild. Chronitonminenwerfer. So, da ist die Mission. Melden Sie sich bei Gamma Oriones. Betreff. Ja. Die Borg wurden im Gamma Oriones Sektorblock geordnet. Wir sind eine temporäre Allianz mit der Sternflotte eingegangen, um die Borg aus dem Alpha-Quadraten zu vertreiben. Eine Flotte sammelt sich bereits im Sestus-Sektor. Sestus-Sektor? Wie wird das ausgesprochen? Also im Sestus-Sektor. Ich möchte die IKS Grisumu zu uns, das zu uns stößt. Ich weiß immer nie, wie mein Klingonschiff heißt, aber ich glaube, das bin ich. Die Sternflotte hat auch eine Flotte in diesem Gebiet. Zwischen uns besteht zwar weiterhin der Kriegszustand, doch wir haben uns darauf verständigt, das System zu teilen, um so der größeren Bedrohung Herr zu werden. Aber seien Sie auf der Hut, die Sternflotte und die klingonische Verteidigungsstreitkräfte sind nicht die einzigen, die ein Interesse an dem Borg haben. Wir haben bereits andere Schiffe in dem Gebiet geordert. Erstatten Sie mir umgehend Bericht, sobald Sie sich der Flotte im Sestus-Sektor angeschlossen haben. Ich selbst halte mich auf der IKS Chang auf. Akzeptieren. Akzeptieren? Was gibt's denn überhaupt? Mal schauen. Das ist erstmal nur so. Dieses Ding dort melden und fertig. Dann gehen wir hin, sagen Hallo und dann kriegen wir Punkte. Okay. Jo. Na gut. Das machen wir das nächste Mal. Dann, jo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.